war eigentlich eine Offenbarung. Für die Spielanteile gibt es nichts. Der letzte Pass kam eigentlich nie an. Und wenn man in der Defensive solche gravierenden Fehler macht, dann kann man eigentlich nur verlieren. Und vielleicht muss man mit der Aufstellung auch mal beim einen oder anderen nachdenken. Den Hansen hätte ich zum Beispiel rausgenommen. Aber ich glaube, das war heute ein Spiel, das schon gezeigt hat, wo es hingeht. Das ist so. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ja, ich bin enttäuscht, weil ich nicht mehr gehabt habe als der Mann. Schlecht für Würzburg. Sie haben nicht gut gespielt, verloren. Wir haben gut angefangen und schlecht aufgehört. Nein, also es war kein schlechtes Spiel, aber da muss deutlich mehr kommen. Ganz schwaches Spiel, kein Aufbäumen, verunsicherte Mannschaft, sehr enttäuschend. Also grundsätzlich heute für das Spiel eher enttäuschend. Bedingt dadurch, dass die Großasbacher sehr schnell in der ersten Minute da durch das Tor gekommen sind, war natürlich ein bisschen schwierig. Aber hätten mehr machen müssen. Ne? Was nicht ganz so gut war, denke ich, mit den Auswechslungen. Aber so im Großen und Ganzen war das der Sieg eigentlich für die dann dementsprechend auch verdient.